Gefühl bei Jonas. Yo, was geht ab und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, irgendwie long time no see auf diesem Kanal. Ich bin aktuell mal wieder in so einer kleinen YouTube-Krise, weil ich keine Lust habe auf Videoschneiden. Ja, also ich denke mal, es wird schon ab und an noch Videos geben, aber nicht mehr in so einer Regelmäßigkeit. Regelmäßiger gibt es Videos auf meinem Vlog-Kanal. Da gibt es tatsächlich zumindest einmal die Woche einen neuen Vlog. Also falls ihr das nicht verpassen wollt und sehen wollt, was denn so generell in meinem Leben abgeht, könnt ihr gerne auf meinen Vlog-Kanal schauen bzw. auf Instagram vorbeischauen. Vlog-Kanal ist hier oben verlinkt. Instagram und alles ist in der Infobox verlinkt, das heißt, schaut da gerne mal vorbei. Und heute gibt es ein ganz, ganz tolles Video, denn es gibt wieder ein Video mit Kapschi zusammen, aber ein ganz besonderes, denn Kapschi feiert 7-jährigen Geburtstag. Richtig, richtig geil, also congratulations an dieser Stelle einmal. Und ich habe ganz viele tolle neue Klamotten aus einer neuen Kollektion für euch. Also natürlich viel Swimwear und auch, ich glaube, ein oder zwei Kleider, ich weiß es nicht genau, werden wir gleich sehen. Und das Allerbeste ist, dass ich eine Verlosung für euch habe. Und zwar können zwei von euch einen 20-Euro-Gutschein für Kapschi gewinnen. Kommentiert dazu einfach unter dieses Video, egal was. Wichtig ist nur, dass ich euch irgendwie erreichen kann. Also schreibt mir irgendwie euren Instagram-Namen oder sowas dazu, damit ich euch im Falle des Gewinns kontaktieren kann und euch euren Gewinn zukommen lassen kann, damit ihr shoppen könnt. Ansonsten habe ich natürlich auch einen Rabattcode für euch. Bei Kapschi findet ihr aktuell bis zu 60% Rabatt und ich habe einen 15% Rabattcode, Nessa15. Checkt das alles in der Infobox ab. Ich verlinke euch da auch die ganzen Teile, die ich habe. Und ich würde sagen, 7. Geburtstag, ab geht's mit der neuen Kollektion. Ich zeige euch jetzt mal meine Teile. So, das erste Teil habe ich auch schon an. Das ist dieses wundervolle Kleid. Das müsste ich tatsächlich einmal bügeln, weil es ein bisschen zerknittert jetzt ist durch den Versand. Aber ich liebe das. Das ist so schön. Ich habe hier den Tag auch noch dran. Es ist übrigens die Kapschi X Jojo Fletcher, glaube ich, Kollektion. Kann ich nicht allzu viel mit anfangen, aber vielleicht ihr. Das ist so ein super süßes rosa-lavendelfarbenes Kleid. Hier kann man das schnüren und ihr wisst, ich liebe alles, wo man mein Tattoo so sieht. Finde ich so süß. Die Länge ist so ungefähr bis Mitte Oberschenkel. Finde ich super cute, dann mit so ein bisschen Puffärmeln. Ich liebe das. Also ich liebe das wirklich sehr. So gerade im Sommerurlaub oder so stelle ich mir das super nice vor. Und ich würde sagen, womit machen wir weiter? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ein paar Tütchen noch hier unten liegen. Ich greife mir jetzt einfach mal eins. Das hier. Und da schauen wir dann mal gemeinsam rein. Übrigens, die Tütchen sind super, wenn ihr auf Reisen gehen wollt, um da irgendwie Flüssigkeiten, Make-up oder sowas reinzumachen. I can recommend. So, das sieht nach einem Bikini aus. Und ich habe tatsächlich mehrere Sachen in diesem Muster, in dieser Optik bestellt, weil das erinnert mich so ein bisschen an Leo-Muster. Und ihr wisst, ich liebe Leo. Und deswegen wird das nicht das Einzige sein, was ihr sehen werdet. Wie zum Henker funktioniert das? Ah, ja, okay. Da werde ich jetzt mal reinschlüpfen und dann schauen wir mal, wie das aussieht. So, dann haben wir diesen Bikini hier. Mit dem Oberteil bin ich mir nicht ganz so sicher, ob ich das richtig angezogen habe, weil das hier so locker ist. Aber ich glaube, ich könnte das auch einfach noch enger schnüren. Das Höschen ist dieses, weißt du, was man hier so tragen kann. Finde ich jetzt nicht so geil. Und ja, hinten etwas knapp. Kann man aber alles schnüren, also alles größenverstellbar und so. Das finde ich gut. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal, bevor wir wieder zu diesem Muster kommen, weiter mit einem anderen Muster. Okay, das ist das zweite Bikini-Set. Und da muss ich sagen, das ist was ganz anderes tatsächlich. Weil übrigens, kurz zur Info, bei Kapschi könnt ihr komplett Bikinis kaufen, alles in einer Größe. Ihr könnt aber auch alles separat bestellen. Also zum Beispiel, wenn ihr untenrum eine L braucht und obenrum eine M oder sowas, könnt ihr das auch separat mixen und matchen. Da gibt es eine extra Kategorie auf der Seite. Das heißt, das ist auch kein Problem. So, und zwar, das Höschen ist nicht so ein normales, knappes, aber auch nicht so ein High-Waist-Höschen, sondern irgendwie so eine Mischung aus beiden, halt so ein super florales Muster, finde ich total toll. Und das Oberteil ist mehr so BH-mäßig. Also das hat auch hier so einen Bügel drin und dann hier diese Rüschen, die finde ich super süß. Ich finde, unten könnte das Muster auch drauf sein, dann fände ich das ein bisschen cooler. Aber ich glaube, das gibt halt nochmal ein bisschen mehr Halt, falls man das benötigt. Es hat auch hinten hier so eine, ja, wie so eine richtige BH-Schnalle. Ist natürlich auch größenverstellbar.
Also das ist tatsächlich, ich müsste das tatsächlich ein bisschen enger machen, dass der so sitzt. Ne? Aber ihr seht schon. Das finde ich tatsächlich cool. Also ich mag irgendwie die Passform von dem Höschen, dass das so ein Mittelding ist. Und ich mag auch das Oberteil sehr gerne. Tatsächlich, gefällt mir sehr gut. Gucken wir mal, was wir noch haben. Ich habe hier noch irgendwas Weißes. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass das ein Bikini ist. Das sieht sehr nach Meerstoff aus. Schauen wir mal. Das sieht aus wie eine Wolldecke. Was habe ich da bestellt? Das könnte vielleicht so ein Überwurfding. Oh ja. Oh, okay. Das ist so ein Überwurfding. Ich möchte das jetzt mal nicht öffnen. Ich schlüpfe da einfach mal so rein. Das hat sehr viele Löcher, wo ich mit meinen Ringen hängen bleibe. So. Boah, sowas liebe ich ja, ne? So für Strandurlaube. Da will man ja nie irgendwie sowas Richtiges drüber ziehen. Also zumindest geht es mir so. Sowas Richtiges drüber ziehen, weil man sieht sowieso wieder aus und es ist warm und und sowas ist da so geil. Also natürlich ziehen normale Menschen das nicht so an wie ich, sondern machen einfach diese Schleife auf. Aber ich, naja, bin halt nicht normal. Was ist denn das jetzt hier so? Oh mein Gott, das liebe ich stark. Oh, das hat hier auch noch die Cutouts. Oh, das ist super süß. So am Strand. Lieb ich. Geil. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Ulala. Das ist der nächste Bikini. Der ist jetzt nicht größenverstellbar, sitzt aber richtig, richtig gut. Der hat so ein bisschen hier so, ja, eingenähte Linien, wie zum Beispiel die hier, sodass das so ein bisschen, weiß ich nicht, geometrischer aussieht. Und der Stoff ist so rot-glitzer, mit so Gold-Glitzer. So orange-rot-glitzer. Finde ich richtig cute. Gut, der gefällt mir. Der gefällt mir sehr. Ich mag das auch, dass hier so ein bisschen noch so ein breiteres Band ist. Von hinten sieht der so aus. Den mag ich sehr gerne. Jetzt habe ich noch zwei in diesem einen Muster, was lilanes und was zwei schwarze Sachen. Ich nehme mal noch hier dieses bekannte Muster und gucke, was ich mir da noch bestellt habe. Ich habe das alles schon wieder vergessen, weil das Paket schon eine Weile hier liegt. Oh, das könnte ein Klapp. Was ist das? Was ist das? Was bist du? Ist das ein Rock? Oh mein Gott, das wäre fabelhaft. Habe ich mir einen Rock bestellt? Das wäre ja obergeil. Das ist, sieht tatsächlich aus wie ein Rock, oder? How to Rock. Ja. Tatsächlich war richtig. Also der ist super lang. Moment, kann ich einmal hier hochklettern. Und das dann mit diesem Bikini-Oberteil von eben, das ist schon stark süß. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass ich das einfach wirklich so trage und man dieses Tattoo sieht, dann feiere ich das schon mega. Also in dem Bikini ist es auch total wurscht, ob dieser Schlitz bis hier oben hingeht oder nur bis hier, weil man hat eh ein Bikini-Höschen drunter und läuft sowieso halt nackt am Strand rum, ne? Also das würde mich jetzt tatsächlich gar nicht stören. Ich liebe das. Mit diesem anderen Bikini-Oberteil drüber. Richtig geil. Okay, ich würde sagen, ich nehme jetzt hier nochmal was Schwarzes, weil wir Schwarz noch gar nicht hatten. Zack. Oh, das ist ein Badeanzug. Oh, ja. Okay. Schlüpfe ich rein. Okay, der ist mal was ganz anderes, weil der hier so offen geschnitten ist und nicht hier das Höschen hat. Ist bei meiner Figur nicht ganz optimal, finde ich. Also gefällt mir jetzt nicht so, dass der hier so frei ist. Weiß ich nicht, da fühle ich mich irgendwie nackt. Eigentlich geht es halt so und das wird mir schon besser gefallen. Allerdings gefällt der mir obenrum recht gut, wie gesagt. Ihr wisst Bescheid. Gut, die Brüste könnten halt ein bisschen besser sitzen, ne? Aber das ist halt ein Badeanzug. Also in jedem Badeanzug, der gibt ja nicht so krasse Form für die Brüste. Aber ansonsten sehr schön. Hinten auch sehr knapp tatsächlich. Aber so sieht das, dann ist das hier hinten gedreht. An sich finde ich den richtig schön, aber ich fühle mich tatsächlich, auch wenn der so viel bedeckt, irgendwie zu nackt. Ich weiß auch nicht. Oh, den finde ich super süß. Mir, ich fahre erstmal gegen den Tisch. Mir gefallen die Farben richtig gut. Dieses Lila von dem Höschen und dieses Bunte obenrum. Der hat nämlich hier so übel viele Cutouts. Das gefällt mir richtig gut. Finde ich voll schön. Hier auch. Wow, das liebe ich. Der sitzt auch richtig, richtig gut. Ist natürlich alles, wie man sieht, mit den ganzen Bändeln verstellbar, ne? Der gefällt mir sehr. Den liebe ich. Was sagt ihr dazu? Was ist bisher oder wartet bis zum Ende und sagt mir dann, was euer Favorit ist. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Aber das liebe ich stark doch mit diesen Cutouts hier. Ist schon nice. So, wir haben noch einen komplett schwarzen Badeanzug, aber ganz anders als der andere. Der ist auch für mich besser geschnitten. Der hat hier, ich liebe es, Cutouts. So richtig schön mit so Bändeln. Dann ist der, was
ist hier für ein Krümmel? Der ist super schlicht. Von hinten sieht der so aus. Ich finde, der schmeichelt der Figur sehr. Der gefällt mir sehr gut. Also der ist super schlicht, aber ich finde den wunderschön. Also wirklich wunderschön. Da würde ich jetzt direkt so schwimmen gehen. Schwimmen, schwimmen. Der gefällt mir sehr. So, und zu guter Letzt haben wir noch einmal das Muster. Ihr seht, ich mochte das sehr gerne. Ich weiß aber nicht, was es ist. Ich weiß nicht, vielleicht ein Badeanzug oder so? Ja, das sieht... Oder? Ja, doch. Oh, oh, oh. Mit so einem... Oh, Okay. Okay, last but not least haben wir diesen Badeanzug. So ein asymmetrischer. Den finde ich recht schön. Allerdings, finde ich, macht er mir ein bisschen komische Brüste. Der hat hier so Stäbe drin zur Stabilisierung. Aber irgendwie... Also, es ist nicht schlecht, aber... Fühlt sich ein bisschen komisch an. Aber ich mag das hier sehr gerne mit diesem asymmetrischen. Der hat dann hier so einen Ring und hier dieses Loch. Und dann ist der halt hinten so einmal komplett schräg. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Bänder gerade sind, weil ich sehe das super schlecht hinten. Aber den finde ich auch sehr schön. Der hält auch super. Also hätte ich jetzt gar keine Bedenken, dass da hier zum Beispiel irgendwie was rausfällt oder so. Der hält wirklich sehr, sehr gut. Und ich liebe halt das Muster. Na, das gefällt mir richtig gut. Ja, das war's auf jeden Fall. Das waren alle meine Teile. Ich hoffe, ich konnte euch die, kommt mal her, die Kollektion ein bisschen näher bringen. Und vielleicht ist ja auch was für euch dabei. Wie gesagt, es gibt sehr großen Sale auf der Seite. Es gibt noch meinen Rabattcode und ihr könnt beim Gewinnspiel teilnehmen. Das heißt, kommentiert einfach dieses Video. Natürlich Daumen nach oben da lassen und ihr solltet Abonnent meines Kanals sein. Das ist natürlich klar. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr möchtet, können wir uns gerne im Vlog-Kanal sehen. Gestern kam ein neuer Vlog online, also checkt das gerne mal ab. Und ich würde sagen, ich wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Bye!